Wenn keine hochwertigen Zizen-Dip-Produkte bei Kühen vor und nach dem Melken verwendet wird, sind die Kühe in einer hohen Risikogruppe in Bezug auf Mastitis. Vor allem nach dem Melken, wenn die Zizenkanäle offen sind, dringen Bakterien in die Zize ein, ernähren sich mit der Milch, vermehren sich rasant und bilden Mastitis. Selbst wenn Mastitis überwältigt ist, sinkt die Milchleistung, da einige der Brustkammern getötet werden. Mastitis ist andererseits schwer zu behandeln, teuer und führt zu Ertragsausfällen. Verwenden Sie zum Schutz vor Mastitis Farman Actiform Natural oder Actiform Iodin, die vor dem Melken verwendet wird. Nach dem Melken werden Produkte verwendet, die einen Schutzfilm oder Schutzbarriere auf der Zize bilden, wie zum Beispiel Herberfilm, Jodfilm, Naturadip. Farman GmbH. Mein Bauernhof ist mein Leben.